Klar ist, Antisemitismus und Islamophobie haben dort keine Chance, wo religiöse Menschen sich vertrauensvoll begegnen können. Das House of One ist ein solcher Raum. Gerade in diesen Tagen wird ja das Friedenspotenzial aus dem Dialog der Religion neu eingefordert. Zu meinen Tätigkeiten als Theologieprofessor gehört auch die Leitung eines trilateralen Promotionskollegs. Hier kommen junge Israelis und Palästinenser mit Deutschen zusammen, um gerade im Umfeld der Erfahrung der deutschen Erinnerungskultur ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und ich freue mich, dass die Kooperation auch dieses universitären Projekts mit dem House of One möglich geworden ist. Als Projektbotschafter werbe ich für einen empathischen Dialog zwischen den Religionen und vertrete als evangelischer Theologe die Position, interreligiöser Dialog erwächst gerade aus dem Selbstverständnis des eigenen Glaubens heraus, nämlich, dass dieser, mein Glaube, immer ein Geschenk und Werk Gottes ist, niemals mein eigenes Werk oder Verdienst. Und so hat kein Fundamentalismus Platz, sondern ich werde neugierig, gerade auf das Geschenk der anderen. Und was kann es Schöneres geben, als sich im House of One gegenseitig seine Geschenke zu zeigen?